Svastikasana ist die glücksverheißende Stellung, eine der Meditationshaltungen, eine der Sitzpositionen. Sie besteht daraus, dass du die Füße zwischen Unterschenkel und Oberschenkel gibst. Eine einfache Weise hineinzukommen ist, beginne mit den gestreckten Beinen. Dann beuge das linke Knie etwas. Dann gib den rechten Fuß zwischen Unterschenkel und Oberschenkel und versuche dabei, den Fußballen so weit wie möglich nach unten zu geben. Dann ziehe den linken Fuß näher zu dir hin und senke das rechte Knie. Dann ziehe den rechten Fuß nach oben, sodass die Zehen so hoch wie möglich kommen. So bist du in Svastikasana. Es gibt noch kleinere Variationen von Svastikasana. Wenn du merkst, wenn der Fuß so drin ist und es zu viel Druck auf Wade oder Oberschenkel ist, dann lässt du den Großzeh so leicht hinausschauen und so ist nur der Fuß teilweise darin. Und wenn es dir schwerfällt, den ganzen Fuß auf der anderen Seite durchzugeben, dann halte auch nur die Fußkante so. Es gibt also zwei Variationen. Die eine ist, die Füße so weit, den einen Fuß so weit zu lassen, dass er genau drin bleibt und der andere darüber geht. Und die andere wäre, nicht ganz so weit gehen, sodass beide Füße so leicht waagrecht sind. Es gibt auch Ardha Svastikasana. Du hast einen Fuß unter dem Oberschenkel und den anderen Fuß zwischen Unterschenkel und Oberschenkel. Auch hier kannst du entweder den vorderen Fuß vollständig unten haben und den Fersen oben, oder du kannst den Fuß so leicht zwischen Wade und Oberschenkel haben. Das sind verschiedene Variationen von Svastikasana, die glücksverheißende Stellung.